Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zum großen Finale der ersten Saison unserer MyTeam-Karriere. Das war ein sehr langes Jahr und wir sind hier angekommen mit 76 Pünktchen, haben also ordentlich gepunktet im Laufe dieser Saison. Und heute geht's nach Abu Dhabi zu einem großen Finale. Und da sind wir in Sachen KWM noch nicht beim Finished Business, sage ich mal, angelangt. 4 Punkte Vorsprung nur zu Alpha Tauri. Wir sind auf Platz 7 und wir sind nur 7 Punkte hinter McLaren und auch in Anführungszeichen nur 14 Punkte hinter Racing Point. Das heißt, theoretisch geht da noch P5, aber wir könnten auch noch auf Platz 8 zurückfallen. Insofern ist es wichtig, hier heute auch nochmal abzuliefern. Und dafür haben wir sogar noch ein kleines Upgrade bekommen und sind dran an Racing Point, was die Performance angeht, vor Alpha Tauri, vor Alfa Romeo und so weiter und so fort. Und wir gucken auf die Qualifying-Runde. Wie lief die denn? Also, Abu Dhabi, anspruchsvoller Kurs, viele Geraden, aber auch ein sehr kurvenreicher letzter Sektor. Die erste Kurve sah auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich aus. Und dann geht es hier durch zwei super, super schnelle Kurven. Und da haben wir eine minimale Verbesserung in Sektor 1. Jetzt links und rechts leicht über den Curb. Wenn man ein bisschen zu hart drüber poltert, dann versetzt das Auto nur, auch wenn das immer und immer wieder mal gerne im Rennen passiert. Beim Exit aus der Haarnadel raus ist es natürlich wichtig, viel Schwung mitzunehmen. Und wir haben jetzt eine ziemlich ausgeglichene Zeit zu der zuvor. Und jetzt geht's auf die langsame Schikane zu, ungefähr beim 100-Meter-Schild gebremst. Leicht blockierendes Rad und dann links leicht über den Curb und auch rechts. Und beim Exit minimaler Quersteher, trotz allem. Wir haben 2 Zehntelsekunden aktuell auf der Uhr an Zeitenverbesserung. Da kommt jetzt natürlich die zweite DRS-Zone. Da kann man auch gut überholen. Und jetzt geht's ab in den letzten Sektor. Links, rechts, links über den Curb. Und da kann man ruhig ein bisschen härter über den Curb ballern. Hier tendenziell eher weniger. Und dann eine Doppel-Rechtskurve oder eine Dreifach-Rechtskurve eher gesagt. Wo man hier nochmal schön anbremsen muss. Auch hier wieder leicht blockierendes Rad. Und dann eine Doppel-Links. Ersten Entry so ein bisschen verpasst, den Apex. Den zweiten erwischt. Quersteher gehabt beim Ausgang, also ein bisschen Zeit wieder verloren, auch hier wieder ein Apex verpasst, ein bisschen zu weit rausgekommen und in der letzten Kurve, da sah es gut aus, da sind wir an den Kurvenscheitel rangekommen und insgesamt eine Verbesserung von etwa 1,5 Zehntelsekunden, die uns hier im letzten Qualifying dieser Saison entgegenkommt. Ganz vorne haben wir Valtteri Bottas, der schon Weltmeister im Spiel geworden ist, dahinter Sebastian Vettel und Charles Leclerc vor Alex Albon, dann Daniel Ricciardo vor Sergio Perez, Lance Stroll und Danny Kwiat, Pierre Gasly vor Esteban Ocon, Lewis Hamilton strafversetzt vor Raikkonen, Sainz und wir sind auf der 14 vor Aitken, Norris, Grosjean und Russell, dahinter Giovinazzi und Kevin Magnussen ebenfalls strafversetzt und ganz hinten haben wir Latifi und Verstappen ebenfalls mit Strafversetzung. Und heute, ja, da ist eine Zwei-Stopp-Strategie von Medium auf Soft geplant. Theoretisch kann man hier, glaube ich, sogar 3 Stopps fahren. Ja, die Reifen bauen zwar nicht so super stark ab, aber verlieren extrem an Pace, je länger man unterwegs ist mit ihnen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie es im Rennen läuft. Viel Spaß beim großen Finale hier in Abu Dhabi. Okay, das war knapp. Raikkonen hat das schon mächtig nochmal gesendet. Ich dachte, okay, vielleicht halten die sich da außen gegenseitig auf. Und dann dachte ich für einen Moment, okay, Sainz zieht jetzt komplett die Tür zu.
Oh, und hinten ist irgendwas passiert. Giovinazzi ist raus. Hat nichts gegen Safety Car, aber er fährt weiter. Nice, nicht mehr eine Runde Rückstand, Kappa. So, mal gucken, wie wir jetzt näher kommen. Motor sieht ja eigentlich ganz gut aus bei uns. Steuern. Okay, Hamilton dürfte jetzt gleich eine gute Chance gegen Ocon haben. Also wenn er jetzt nicht überholen kann, das wäre natürlich ganz krass. Na, vielleicht habe ich jetzt meinerseits eine Chance gegen Hamilton. Mal gucken. Dass er da nicht direkt angreifen kann, ist natürlich echt belastend. Ja, vielleicht ist der Windschatteneffekt zu schwach, vielleicht ist Dirty Air zu stark, wer weiß. Weil das ist halt auch mittlerweile dann nicht mehr realistisch, wenn Hamilton nicht an Ocon vorbeikommt. Oder sagen wir allgemein mal formuliert, dass ein Top-Team-Auto nicht an einem Mittelfeld-Team-Auto vorbeikommt. Wobei Renault in Silverstone ja extrem gut aussah. Zumindest beim ersten Silverstone-Rennen. Insbesondere Danny Ricciardo, den ich ja immer wieder ja, lobend hervorhebe und für ihn halte ich immer die Fahne hoch. Der hat da nochmal einen richtig krassen Job abgeliefert. Ist fast sogar noch aufs Podium, war da nur eine Sekunde hinter Charles Leclerc. Das ist phänomenal. Ja, und Ricciardo hat auch jetzt unter anderem eine Special Edition Kappe für eigentlich den Japan Grand Prix, aber die wird jetzt quasi dann beim nächsten Silverstone Rennen, beim 70 Jahre Grand Prix dann auf den Markt gebracht. Finde ich super geil. Schwarz mit Pink sieht sehr, sehr schön aus. So, und da sind wir auf Platz 11. Sehr schön. Jetzt noch Kwiat kriegen und dann haben wir einen Punkt.
gibt aber noch einige Fahrer, bis hin vielleicht sogar noch zu Albon, die da einholbar sind. Starten ja alle auf Softs vor uns. Das heißt, die haben nochmal langsamere Stints vor sich, einen mindestens. Vielleicht fahren sie auch Medium-Medium gleich. Während wir dann am Ende vor allem auch auf dem Soft sein werden. Und da werden wir wahrscheinlich einen großen Vorteil haben. Der Reifenabrieb in Abu Dhabi kostet enorm viel Zeit. Bin mal auf das 100%-Rennen hier gespannt. Vielleicht geht ja hier sogar eine 4-Stopp. Bei einem 50%-Rennen, damals bei der Megacorp in F1 2017, bin ich, glaube ich, sogar eine 3-Stopp gefahren. Und die war fast so schnell wie eine 2-Stopp. Ich fand die Strategie richtig geil. Ich wollte das letzte Rennen da unbedingt gewinnen in Abu Dhabi. Nicht aus persönlichen Gründen, sondern eigentlich nur der Strategie wegen, weil ich das gefeiert habe. Keine Ahnung, wie es ausgegangen ist damals. Ja, und die Softs bauen jetzt schon stärker ab. Also ein Ticken schneller bin ich vielleicht als Kwiat, aber dass ich da 6, 7 Zehntel pro Runde aufhole, ist natürlich heftig. Und sogar noch eine neue persönliche Bestzeit. Hamilton wird da ja aufgehalten aktuell, das heißt, der fährt nicht seine wahre Pace, sondern der fährt jetzt die Pace von Kwiat größtenteils. Aber auch zu ihm holen wir auf. Das sieht gut aus. Wait, und... Ah, stimmt, Verstappen startet ja eh von hinten. Das heißt, vor uns muss Albon sein, aber da geht noch einiges positionstechnisch. Also Hamilton vielleicht nicht. Aber wenn man alle außer die Ferrari und die Mercedes bekommen kann, ist Position 5 noch drin. Mal gucken. Ich habe auch relativ viel Flügel mitgenommen wieder. Ich glaube, heute habe ich nicht 3-7, genau, sondern 4-7. Das heißt, wir können da ein bisschen besser einlenken. Einlenkverhalten ist besser vom Fahrzeug. Jedoch haben wir mit 7er Heckflügel einen sehr hohen Heckflügel. Auf der Geraden bringt das einen Nachteil, logischerweise. Aber in den Kurven ist das Auto sehr stabil und es ist halt eine Philosophie-Sache. Perez an der Box. Möchtest du lieber auf den Geraden im Mittelsektor schnell sein? Auch hier zum Beispiel wird es was bringen, wenn du jetzt den Heckflügel runterstellst und auf Start-Ziel. Oder möchtest du lieber eigentlich die gesamte letzte Passage, den gesamten letzten Sektor besser sein, indem das Auto halt deutlich stabiler ist auf der Strecke. Und ich persönlich mag es halt, dass das Auto da stabiler ist. Fahre dann entsprechend auch mehr Flügel. Alex Albon macht gerade im Spiel zumindest keinen allzu guten Job. Da sind beide Alpha Tauri, glaube ich, sogar direkt hinter ihm, ne? Ja, beide Alpha Tauri sind so grob in der Gruppe, in der auch er ist, die er anführt im Moment. Aber nach 6 Runden schon reinkommen, das erscheint mir
sehr früher Zeitpunkt für den ersten Stopp zu sein. Also Perez wird da auf jeden Fall nicht nochmal Soft und dann Medium. Soft, Soft, Hard, Soft, Medium, Medium, Soft, Medium, Hard. Sowas in der Richtung wird es sein. So, let's go. Können wir später nochmal im Renndirektor, Race Director, Menü, Büro, genau, wollte ich sagen, Menü untersuchen. Okay, ich bin auf jeden Fall dran an Stroll. Wichtig ist nur, das DRS jetzt zu bekommen. Ich darf aber nicht direkt auflaufen. Das heißt, unter eine Sekunde, aber auch nicht so nah, dass ich im letzten Sektor halt aufgehalten werde. Das wäre halt verschwendete Energie im Mittelsektor. Und Hamilton auf jeden Fall mit Verkehr. Genau wie Kwiat. Okay, Verstappen fährt sogar weiter. Albon fährt weiter. Just ahead. Push for the position. The gap to the car ahead is 3.9 seconds. They're on old softs. Their tires are 8 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1 minute 39.3. You're gaining by 3 tenths a lap. Good work. Und das, obwohl ich von Stroll aufgehalten wurde. Habe jetzt nicht mitbekommen, wie viele Stops bei ihm geplant sind, aber der wird wohl kaum mit Soft Medium durchfahren, oder? Also das kann man machen. Die Reifen bauen halt extrem stark ab. Du verlierst super viel Zeit. Ich habe gerade auch schon überlegt, ob ich das eventuell mal in Erwägung ziehen sollte, aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Okay, der hat sehr viel Zeit verloren. 38,3. Ich hätte eine Sekunde ungefähr gut gemacht, glaube ich. Ich muss auch irgendwie den überschüssigen Sprit loswerden. Die Berechnung war sehr, sehr gut im Strategieprogramm. Jack hält aktuell Bottas auf. Siegchancen werden erhöht. Von 0 auf 0,1%. Und drei können nur confighten. Das ist cool, auch gut für mich. Haben wir von hinten keine Gefahr, die da auf uns zukommt.
box, box. We're coming in this lap. Jack is coming in for a stop. Teamkollege jetzt schon drin, okay. Das ist ein bisschen irritierend gerade. Hatte eigentlich gedacht, dass Runde 11 ideal sei. Dann jetzt 8 Runden auf den Softs fahren und dann 9 Runden. Alter, und Hamilton müht sich halt immer noch hinter Kwiat ab, ne? Eine Sache, die ich im Rahmen dieser ganzen Thematik mit KI-Überholproblemen und so mitbekommen habe, ist, dass halt immer wieder auch Leute sagen, ja, aber es gibt doch keine Probleme, bei mir funktioniert's. Naja, das ist natürlich sehr gut, dass es bei einem selbst funktioniert. Das freut mich dann auch, ohne das jetzt sarkastisch zu meinen. Das freut mich wirklich. Aber wir sehen ja die Probleme hier ganz offensichtlich und sehr, sehr eindeutig. Und da zu sagen, ja gut, es gibt halt keine Probleme, bei mir gibt's halt die Problemchen nicht, ist halt dann komplett falscher Ansatz, weil, weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, okay, 10 Millionen PCs der Marke XY gehen kaputt, dann sagst du, ja, aber meiner funktioniert, dann heißt ja nicht, dass es keine Probleme mit diesen PCs gibt. Heißt es, dass du Glück hattest? Na, mal schauen. Nächste Season, 25% Rennen, wird glaube ich auch interessant. Oh. Stroll ist zurückgefallen. Ich glaube, Sainz auch, oder? McLaren ist super langsam, sowieso. Hatte zwar eh keinen DRS-Grad, aber den hätten wir eh bekommen. Okay, rund 2,5 Sekunden Rückstand zu Hamilton. Alter. Mehr auf die Strecke gucken, weniger auf die Abstände. Alter, Albon hat jetzt sogar eine Position oder zwei Positionen verloren. Gegen Ricciardo und gegen Perez. Na, jetzt kommt Hamilton mal vorbei. Finally. Das wird aber für lange Zeit das letzte Überholmanöver sein, das er jetzt hatte. So, der dritte Sektor wird bei uns sehr gut laufen. Spoiler. Oh Gott, bitte nicht jinxen, aber aufgrund der Reifenbedingungen dürfte ich jetzt von 1,4 Sekunden den Abstand ordentlich verkürzen, wenn ich keinen Fehler mache.
Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ja, ein paar Zehntel gut gemacht. Nicht schlecht. Ja, und direkt ist Hamilton über eine Sekunde von Kvyat weg. Läuft bei ihm. Mal gucken, ob ich jetzt nochmal eine PB schaffe. Wird halt im letzten Sektor schwierig, nochmal Zeit gut zu machen, weil der Reifenzustand Runde um Runde deutlich schlechter wird. Nicht gut. Vorteil von den Softs ist nicht allzu hoch. Ah, okay, gut. Die vor Hamilton sind auch auf Soft. Okay, gut. Hamilton, Medium oder Soft, ist egal, was er da drauf schnallt. Der ist schwer zu erreichen von der Pace her. Ja, sogar P4 ist hier drin, ne? Hamilton ist durchaus schlagbar, wenn wir... wenn man mit berücksichtigt, wie schlecht die KI überholt. Kein DRS, schade. Dafür habe ich halt gerade die gesamte Power aufgerufen. Das waren ganz gute letzte Kurven. Ganz schnell nochmal die Linie überquert, um DRS zu bekommen. Hat funktioniert. So, jetzt dranbleiben. Und ein bisschen Sprit und Energie sparen. In der Runde wird es ja eh nichts mehr mit dem Überholmanöver, deswegen dranbleiben ist alles. Vielleicht geht in der nächsten Runde was. Vettel wieder an der Box. Ah, Perez war schon drin. Okay.
Der dürfte an Harte jetzt, glaube ich, fahren. Oha, ich glaube, wir haben Hamilton. Nicht ungeduldig werden. Das letzte Mal, als ich hinter einem Mercedes war, in der Position, ihn überholen zu können, habe ich einen Flügelschaden mir eingefangen und bin dann etliche Plätze zurückgefallen. Insgesamt haben wir aber in diesem Stint schon mal sehr gut aufgeschossen zu Alex Albon. Weniger als eine Sekunde. Beim letzten Boxenstopp waren es 2,3, glaube ich. Und dann kommen wir halt deutlich weiter hinter ihm raus, müssen die Zeit aufholen, aber hat ja gut funktioniert alles. Ja, die KI wieder mit dem klassischen doofen Manöver. Das war auch in der Alonso-Karriere so, dass mir da, glaube ich, Bottas einfach reingerasselt ist dort. Also, das ist halt manchmal echt Unsinn, was die da machen. Einfach in eine Angriffsposition gehen oder einen Angriff starten, wo es keinen Angriff geben kann. So, mal sehen, wo es jetzt hingeht. Wahrscheinlich erstmal wieder hinter die Gruppe, aber danach schließen wir die Lücke vielleicht. Oh Gott, Alter, schlicht. Ich habe mich gerade so ein bisschen mal abgelenkt mit Jack Aitkens Strategie, weil der war auch noch nicht drin, obwohl er zuerst sich die Softs abgeholt hatte, Mediums. Und ich habe überlegt, ob er sich Hard geholt hat vielleicht. 0 seconds. They're on old mediums. They're in seventh. Okay, wieder mediums. Dann fährt er medium, medium. Soft, glaube ich. Ja, in dieser Runde reinzugehen, ist aber auf jeden Fall gut. Hab's ja schon öfter gesagt, im letzten Stint hat man dann weniger Gewicht im Auto, heißt also Reifen bauen nicht so stark ab, ergo das war nicht gut, ergo könnte deutlich mehr Reifenhaltbarkeit signalisieren und ja. Das war sehr gut angebremst schon mal. Und unser Teamkollege hält da gerade ein bisschen alle Leute auf. Sehr schön. Ich glaube, Sergio Perez abwärts gerade.
Und ich werde wahrscheinlich hinter Albon zurückfahren oder vielleicht vor ihm. Bleiben wir vor Albon? Nein. Die Alpha Tauri sind weg. Die haben irgendwie viel Zeit verloren. In der Realität wird man jetzt wahrscheinlich den Teamkollegen einfach fahren und fahren und fahren lassen. So lange, bis ihn halt die ganzen Leute überholen. Und das wäre auch super sinnvoll. Das wird ihm zwar das Ergebnis kaputt machen, aber mir wird es halt die Chance geben, 3 oder 4 von den Leuten da zu überholen. Ich glaube, es sind 3. Hat man ja auch bei Vettel in Spa zum Beispiel gemacht, dass man da gesagt hat, ja gut, bleibst halt so lange draußen, bis Hamilton aus eigener Kraft überholt. Und ich glaube auch Bottas, bin mir aber gerade nicht sicher. Hat aber am Ende Charles Leclerc ein bisschen weitergeholfen. Könnte Hamilton sogar noch besiegen. Auf geht's. Wird schwierig, sobald die Medium-Reifen schneller sind als die Softs. Da kommt auch irgendwann ein Punkt hier, glaube ich, aber... Noch sind wir schneller. Was zu beweisen war. Auf geht's.
Oh Mann. Alter, das war ein wunderschönes Duell. Wunderschön. Alter, oh nein, oh ja Gott, ich hatte vergessen, dass die KI hier einfach voll dumm reindümpelt. Ja, Flügelschaden bei Hamilton. Ey, ganz ehrlich, ich werde die Position halten, wenn der mit Schaden weiterfährt. Ich will nicht, dass er einen Schaden hat. Ich will, dass wir weiterfighten. WM hat er eh verloren, aber ich will, dass wir gegeneinander fighten. Auf geht's. Alter, aber was macht der denn auch? Digga, was machst du denn? So, letzter Versuch. Fahr normal. So, ich bleib einfach außen und drück ihn jetzt ein bisschen hier raus. So. Ich will, dass wir normal fighten gegeneinander, aber wenn das jetzt nochmal passiert, dann werde ich nicht nochmal zurückspulen. Ich will halt einen schönen Zweikampf jetzt nochmal sehen. So, sparen, sparen, sparen. Sonst werden die letzten Runden halt langweilig. Dann ist halt hinter uns Ricardo, zu dem mache ich die Zeit gut und gut ist. Ja, so soll es nochmal spannend werden. So, kurzen Schluck trinken. Ich freue mich schon auf die Leute, die schreiben werden, ja, du lässt auch eine Lücke. Ich mag das. Es gibt ja Leute, die wollen mit einem 5-Meter-Auto eine 4-Meter-Parklücke. Aber Rudi, den Smart hattest du doch schon verkauft. Oh ja, der alte Kombi, der passt ja auch noch rein. Ja, aber da ist doch eh Parken verboten. Genauso wie da das Überholen so doof wäre. Ja, passt schon. There's four laps of fuel remaining. Wenn der Abstand groß genug ist, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel es genau war, macht er das aber auch nicht. So, soll ein schönes Finale werden. Mit viel Action. Okay. Eine halbe Sekunde reicht anscheinend, dass er nicht angreift. Oder 4/10. Oh, nicht in den Overtake-Modus. Drei Runden noch. Battle is ahead of you. Gap to car in front is 8.5 seconds. They're on old mediums. Their tires are 8 laps old. The time last lap was a 1:36.8. You're losing around 3/10 a lap. Na gut. Is 8.8 seconds. Komischer Abstand zwischen einem deutsch-deutschen Duell.
So, ich spare mir ein bisschen was auf der ersten Geraden an ERS. Guck hier, so nah der dran ist, greift er nicht an. Aber in der Kurve, wo du halt einfach nicht überholst, ballert er einfach rein. Oder also aus so einer Position nicht überholst. Kannst da schon überholen, aber das ist ein Fall, wo du halt echt in einer richtig guten Position sein musst. Das ist ein super ausnahmemäßiger Fall. Keine Ahnung, wie man es sonst formulieren soll. Super seltener Fall. Ausnahmemäßig. Oh Gott, da wäre mir fast wieder hinten reingerauscht. Habe ich die Bremse nochmal rechtzeitig gelöst. Brake tested me. We're in P4, battle ahead. Our gap to the car in front is 9.6 seconds. They're on old mediums. Hamilton behind, less than a second separated. They're on old mediums. The distance to the leader is 19.1 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Two laps left. Next time by will be your final lap. Vettel is ahead of you. Okay, gap ahead is 9.9 seconds. They're on old mediums. Their tires are 9 laps old. The time last lap was a 1.36.6. We're dropping back by a second per lap. Oh, nur 8 Zehntel. Okay, Leute, letzte Runde beginnt gleich. Letzte Runde einer schönen ersten Saison hier. Eine traumhaft gute Strategie hat uns hier in diese Position gebracht, nochmal zweistellig sogar punkten zu können. Und ich hätte sogar noch einen Extrasatz im Quali nutzen können von den Softs. This is your final lap of the race. So, ab geht's ins Finale. Jetzt noch eine Runde dem Druck von Hamilton standhalten und es passt. Vielleicht passiert noch was mit seinen Reifen, wer weiß. Is 11.4 seconds. Hätte ihm klar sein müssen, dass ich da in der letzten Runde nicht außenrum mich einfach überholen lasse. Ah, okay, gut, das ist das Feuerwerk hier. Ich dachte schon kurz, mein Reifen würde einen Abflug machen. Aber nö! Auf geht's hier! Zum letzten Mal über die Linie. Schönes Ding! Vierter Platz zum großen Finale nochmal. Schönes Ding. Das hat Spaß gemacht. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season. Und fast sogar nochmal aufs Podium gefahren. Krass. That gave them the edge over the competition today. I feel like consistency was probably the key today. There's being quick and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own.
and that's an approach that can push you a long way up the field. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. So, schönes Ding. Und wir wollen natürlich unser eigenes Fazit ziehen und nicht das von Crofty hören. Wait, ich habe sogar die schnellste Runde noch geholt. 13 Punkte. Racing Point ohne Punkte. McLaren auch. Oh Gott. Nein. Warte. Was passiert jetzt? Okay, Fahrer-WM 8er geblieben. Das war abzusehen. Bottas sogar über 400 Punkte. Nein! Ein Punkt hinter Racing Point. Oh. Oh, Mann, ey. Wenn vor uns einer ausgeschieden wäre, hätten wir die noch gekriegt. Sehen wir es positiv, wir hätten theoretisch auch hinter McLaren sein können und hinter Alpha Tauri. Und damit hätten wir P8 nur geholt. So haben wir immerhin P6 geholt. P5 bis P8 war heute alles drin, nach dem heutigen Rennausgang. Aber ja, immerhin ganz okay gewesen. Wo ist Sergio Perez eigentlich? 3 Stops hat er gemacht. Ja, wie ich es vermutet hatte, der wird entweder Medium Hard... Oder halt entsprechend, wie er es letztlich wahrscheinlich getan hat. Genau, Soft, Medium fahren. Und Jack war super langsam. Also das ist krass. War am Ende nur 14 Sekunden ungefähr weg. 13, noch was. Das zeigt, okay, im ersten Stint die Mediums nutzen, im zweiten die Soft. Hat gut funktioniert. Weil im letzten Stint bin ich nicht weggekommen. Da waren die Softs vor allem am Ende ein bisschen abgelutscht. Aber sich vor allem auch in diesen Sog zu begeben des Mittelfelds und sich mitziehen zu lassen, das hilft natürlich immer weiter. Ärgerliche Geschichte, ne? Ja, hätte ich in Brasilien nicht die riskantere Variante genommen, sondern die safe Variante, mit der ich gut Punkte geholt hätte, wären wir jetzt noch eine Position weiter vorne gewesen. Aber hey, wen interessiert's? Man probiert Sachen natürlich aus. Vor allem, wenn du nicht WM werden kannst, dann testest du sie aus, damit du sie mal getestet hast, damit du guckst, ob es funktioniert. Und am Ende wäre es ja langweilig, immer nur zu sagen, ja, ich fahre jetzt einfach mal dieses Ergebnis nach Hause. Ist schon interessant genug, die Karriere. Da können wir auch mal die Rennen nicht so spannend gestalten. Nö, dann machen wir ein bisschen extra Spannung in die Rennen mit rein. Und wer weiß, vielleicht springt da noch ein super Ergebnis bei raus. Und nächstes Mal funktioniert es vielleicht umso besser dann so. Ja, schauen wir mal in die Highlights und wir reden dann nochmal mit Claire und machen die Saisonvorbereitung fürs nächste Jahr. Ein letztes Mal geht's zu den Interviews. Und wir haben wahrscheinlich wieder eine amazing Performance. Amazing performance out there. Ja, abgeliefert. I'm sure you're pretty happy with that. Was denn sonst? You gained a lot of positions during the race, didn't you? Ja, Power war gut. Loben wir die Motorabteilung. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Klar, aber es ist ein Teamsport. Wir haben ja mittlerweile ein super Auto. Appreciate your time. Das Auto ist für Top 10 auf jeden Fall gut genug. Und eigentlich sogar in dem Fall sogar für, ja gut, Verstappen raus aus der Rechnung allein schon. Auf jeden Fall mindestens mal gut genug für Top 9. Da braucht man aber auch einen Teamkollegen, der das einfahren kann. Autsch, klingt böse. So, ich sag's aber auch jetzt schon nochmal. Wir werden nächste Season eine 25% Season fahren. Ich werde die ersten Rennen auf jeden Fall mit 25% fahren. Und es wird vielleicht schon die Leute geben, und denen möchte ich direkt mal den Wind aus dem Segel nehmen, die vielleicht schon nach dem ersten Rennen schreiben, Dave, das finde ich doof, mach das nicht, mach bitte das nochmal rückgängig und fahr bitte 50%. Schaut es euch an, bewertet bitte danach. Ich finde, voreilig zu bewerten ist eh nicht so wirklich klug.
Ja, wenn man jetzt ein Rennen jetzt mal sieht und sagt, ja gut, 25% Rennen finde ich super lame, weil da kommt keine Spannung auf, Strategie ist super wenig abwechslungsreich und so weiter und so fort. Das werde ich dann ignorieren. Aus dem ganz einfachen Grund, weil nach ein oder zwei Rennen kannst du einfach kein Fazit ziehen. Und 25% Rennen, um da direkt schon mal auch inhaltlich mal was zu sagen. 25% Rennen, weißt du, das ist halt das Problem. Das hat halt nicht so viel weniger strategischen Fokus. Was für eine Strategie kannst du denn bei einem 50% Rennen fahren? In den allermeisten Fällen ein Einstopp. In den allermeisten Fällen tut das aber auch die KI nicht, was halt den Effekt auch letztlich hat, dass du so viel besser dastehst als die KI. Und das ist halt so das Ding, warum mich das jetzt mit den 50% Rennen für Singleplayer-Rennen ein bisschen ernüchtert hat. Und es wird bald Ligen geben. Ich werde in der AOR-Liga mitfahren. Und dort werden wir auch 50% Rennen sehen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das richtig, richtig cool wird. So, ich guck nochmal. Wir werden noch eine Woche haben. Da kriegen wir auch Ressourcenpunkte. Deswegen mache ich jetzt noch nicht das nächste Upgrade in der Aerodynamik-Abteilung. Wir haben über 12 Millionen. Deswegen werde ich hier nochmal 2,5 Millionen investieren. Wir können mal... Boah, was machen wir denn? Vielleicht mal irgendwas mit Marketing oder so machen. Acclaim wächst schneller oder Teamaktivitäten wirken besser. Oder für Zweitfahrer irgendwas machen. Zweitfahrer brauchen wir nicht. Wir haben jetzt erstmal Kimi, den ich mir holen werde, hoffentlich. Und ansonsten... Ja, komm, Teamaktivitäten, oder? Oder irgendwas, was fürs Auto wirkt. Die Marketing-Sachen wirken mir auch einfach nicht so super belohnt. Speed of Upgrades brauchen wir gerade nicht. Oder wir sparen halt die Kohle. Wir sparen die Kohle. Wir werden ja jetzt die Saison auch beenden. Ja. Wir können ja mal kurz gucken, was wir bei den Sponsoren machen. Da können wir zum Beispiel nach dem Weekly Income sortieren. Okay, Podium ist nicht drin. 100 Runden ist erst recht mit der neuen Orientierung nicht drin. Podium, nein. 4 Führungsrunden, nein. 10 auch nicht. 2, 3. Also es ist halt krass, ne? 10 Führungsrunden. Das heißt, du musst in Spa-Francorchamps, das Rennen hat ja 11 Runden, dann auf 25%, musst du halt einfach bis auf eine Runde jede Runde anführen. Und das Geilste ist vor allem, jetzt denkt nochmal einen Schritt weiter für die Leute, für die 5 Runden Karrieren fahren, dass die halt nie was bekommen. In Any Session, das wäre interessant, mache ich aber nicht. 75 Runden, nein. Without Colliding, nein. Top 12 Finishes haben wir schon, Top 10 Finishes haben wir. Wo ist denn mein bisheriger Sponsor? Der ist bei Weekly Income nicht so hoch dann, ne? 10 Punkte pro Wochenende holen oder mehr. Fastest Lap in Any Session. Das ist dasselbe. So, 20 Punkte holen. Schnellste Runde. Ein Konstrukteurspunkt. Das ist Weekly 191.000. Mal gucken. 3 Punkte könnte man auch noch nehmen, aber dann kriegst du halt nur 8.000 mehr. Das ist halt so ein Ding, ne? Das musst du, wenn du das einmal verfehlst, musst du das Ziel 25 Mal, das Ziel 25 Mal mehr erfüllen als das, damit du diesen Verlust von 200.000 wieder ausgleichst. Okay, 5 Punkte ist auch wieder nur ein kleiner Bonus. Ich nehme... Ich glaube, RGB ist es, ne? RGB nehmen wir. RGB weiß jeder Gamer sowieso. RGB macht dich safe so 15 Sekunden pro Runde schneller. Sieht auch gut aus, finde ich. Also, ja, vielleicht können wir auch mal hier RGB wieder draufpacken. Weil ich finde immer wieder einen neuen Sponsor zu sehen ganz gut. Und vor allem Sponsor, wo die Schrift nicht so fein ist, weil... Mit schwächerer Kantenglättung sieht das dann trotzdem sehr schön aus. So, Go to Driver Market. So, wir entscheiden uns für einen neuen Fahrer. Viele sagen, ja, der Kimi hört auf, aber das ist egal, weil ich möchte mit Kimi quatschen.
Und er möchte Chassis Level 2 haben. Ja gut. Das ist jetzt belastend. Könnt ihr da mitlesen? Previous Season Result, 6. oder besser. Moment. Es geht's um seine Position? Weil wir sind wir sind nicht 7., wir sind 6. oder 8. Da stand doch 7. Okay. Schade. Schal? Der möchte Marketing haben? Ach, das ist doch doof, dass du das nicht siehst. Das ist so unbefriedigend, weil dann siehst du am Ende der Saison das alles und denkst dir so, ja. Das ist so dämlich gemacht, sorry. Also, ich hätte mich ja darauf vorbereitet für Kimi, ne? So, Bottas. Nee, das bezieht sich schon auf unser Team. Wir sind nicht 7. geworden. Was ist das für ein Unsinn? Come on! Ich gehe jetzt alle Fahrer durch, weil ich will bei allen wissen, was sie wollen, ne? Okay, Vehicle Performance Position hat er auch. Wäre geil, wenn wir jetzt Hamilton bekämen. Okay. Acclaim müsste deutlich höher sein und Vehicle Performance auf 3 oder besser. Okay. Gut. Ich fasse zusammen. Leclerc aufwärts. Kein einziger Fahrer, der mit uns quatschen möchte. Das ist jetzt schon belastend. Jack Aitken? Boah. Lassen wir sein. Wen fragen wir denn noch alles? Okay. Latifi ist nicht mal besser als Jack Aitken. Das schlagen wir uns mal komplett aus dem Kopf. Ich will halt jemanden mit viel Experience. Wir gucken jetzt mal, wer hat viel Experience? Also, Sergio Perez, der ist super lang schon dabei, seit 2011. Das war's eigentlich, ne? Ja. Ich bin da halt einfach unterwältigt, weil ich hätte halt... Weißt du, es wäre doch nicht so schwer gewesen, dass man hier... Naja. Perez, auf geht's. So, okay, wer hat nach Perez die meiste Erfahrung? Romain Grosjean. Okay. Grosjean hätte viel Erfahrung. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt auch irgendwelche ganz weirden Forderungen, oder? Nö, hat er nicht. Boah, was machen wir? So an für sich als Fahrer ist er ja gut. Okay. One other team is also interested in them. Okay, also ein anderes Team interessiert sich auch. Bitte was? Wie bitte? RGB, Romain Grosjean ballert.
Wir haben ihn für eine halbe Saison, keine Sorge. Danach gucken wir mal, ob wir uns Raikönnen oder so holen. You do not currently have... Was? Ich will meinen Teamkollegen nicht verlängern. Ich habe gerade eben einen neuen Teamkollegen unter Vertrag genommen. Jetzt sagt bitte nicht, dass ich den verlängern nochmal muss. Das wäre ja mega doof. Okay, aber... Jetzt weiß ich, dass ich... sogar für Raikönnen was brauche. Und er hat bei super vielen... Sooner or later, you'll probably be asked by the media who. Nein, Karl, sei still. Das Ding ist, bei vielen hat er aufgehört am Ende der Saison. Und mir wäre es ja egal, wenn er zur Mitte der nächsten Saison aufgehört hätte. Das hätte er gern machen können. Das Problem ist jetzt halt nur. Eigentlich. Hätte ich ihn ja. Ach Mann. Ich wollte ihn ja einfach nur, weil es Kimi ist, natürlich. Und weil wir viele, viele Punkte geholt hätten mit Kimi. Das wäre richtig cool gewesen. Und er hat bei so vielen aufgehört und deswegen konnte mir wahrscheinlich auch keiner von euch den Tipp geben, hey Dave, du brauchst dieses oder jenes, damit er bei dir mitmacht. Das ist halt doof. Das ist doof gelaufen. Naja, machst du nix, machst du weiter. So, ab zum Presseinterview. Folge wird ein bisschen länger. Aber ist ja klar. Thanks so much for the invitation to your HQ. Let's have a little chat about the team's performance this season. Ja, super gelaufen. Your team's had their first win in Formula One. Is this a sign of things to come? Das finde ich aber auch ein bisschen lame, dass du am Ende halt wieder deinen Motor und so loben kannst. Your team's been picking up points fairly consistently. Do you think you'll be able to become a challenge to the top teams in the future? Ja, wir werden nicht in diesem Sport, wenn wir keine Siege planen würden. We learned from each other. We need to take care of them. Grosjean's surprised many throughout his career. Do you think your team can get him some much needed podiums? Oh, ja. We're giving to give him his best chance so far to get podiums. Das ist eine Lüge. Der hat schon Podien. Der war bei Lotus. Und die waren 2012 und 2013 richtig stark. Would it be safe to say that in terms of team orders, your career comes first in your... Gibt keine Team Order. Aber das Ding ist auch, Grosjean... Wonderful to spend some time with you. Best of luck out on track. Grosjean, so sehr man ihn in der Kritik sehen mag, hat eine richtig geile Performance abgeliefert. 2015 in Spa-Francorchamps. Da hat er den Lotus, der da nicht podiumstauglich war, um Himmels Willen nicht, den Lotus hat er richtig, richtig gut aufs Podium gehievt. Das war krass. Das war richtig gut. So, 6 Millionen zahlen wir hier. Natürlich für die... Das ist so ärgerlich! Chassis auf Level 2 und ich glaube Raikönnens Anforderung war, das auf Level 2 zu haben. Ah! Hätte ich das hier und nicht bei der Aerodynamik gemacht, hätte ich den Raikönnen holen können. So, genug Ressourcenpunkte, hier nochmal was zu machen. Front Downforce oder was machen wir? DRS oder Drag Reduction? Oh, machen wir das hier, ne? Was ist denn mit dem Symbol da los? Das sieht gar nicht gut aus. So, ja, wir haben nicht so super viel Kohle. Aber mal gucken. End of Season. Wir machen so lange weiter, bis wir zu der Fahrzeugpräsentation kommen. Bis zur Präsentation des neuen Fahrzeugs. Jetzt schließen wir die Saison aber erstmal ab. Hey, Stufe 11 und Grosjean auf Stufe 12. Okay, was gibt's jetzt an Kohle? Da bin ich mal gespannt. Na, auf geht's. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen doof gemacht von der Reihenfolge. 28 Millionen. Prize Money 15 Millionen für den 6. Platz. Wenn einer 5. geworden ist, wie viel Kohle habt ihr dann bekommen? Schreibt's mal bitte. Das ist ein bisschen doof, dass du... Du solltest erst die Saison abschließen und dann neuen Fahrer hier angezeigt bekommen. Das ist ein bisschen dämlich gemacht. Also es reicht mich gerade ein bisschen raus, weil ich weiß, hey, Grosjean war definitiv nicht
im Team dabei. So, ich werde viele Sachen machen. Also, ich werde zum nächsten Mal das Logo ändern, die Teamfarben ändern. Mal gucken, wie ich die ändern werde. Und ansonsten werde ich natürlich auch die Lackierung ändern. Das machen wir jetzt gerade hier nicht. Das kann man ja jederzeit machen. Insofern finde ich es ein bisschen komisch, dass wir hier auch gerade reinkommen. Wir werden den Motor anpassen. Und eigentlich wollte ich auf Renault wechseln. Boah, Mercedes ist aber in Durability sehr gut. Ich muss mal gerade überlegen. Ich habe sowohl in der Renault-Saison als auch in der BMW-Karriere den Renault-Motor gewählt. Wir nehmen Honda. Der Sound, das ist ein bekannter Bug, könnte sich eventuell nicht ändern. Das wäre ein bisschen doof. Nehmen wir Honda oder nehmen wir Mercedes? Wir wechseln mal auf Mercedes-Motor. Wir machen immer den McLaren. Komm. Why not? So, und sponsorenmäßig. Signing-Bonus 5,5 Millionen, theoretisch. 100 Punkte. Okay, mal ganz kurz. Goal-Bonus. Gibt es da irgendwas, was krasser ist? Sechster oder bester Constructors Championship? Hier hat man höheres Weekly Income. Okay, super. Gibt es irgendwas, was Weekly Income-mäßig da dran kommt? Oder von den Bonuszahlungen her? Bonus 13 Millionen. Nichts, was deutlich höher ist. Indlovo nehmen wir dann rein. Das ist der Hauptsponsor. Ab geht's. Ja, Total von fast 30 Millionen. Advance. Natürlich machen wir 22 Rennen in der Saison. Und hier machen wir die kleine Änderung. So, und hier seht ihr auch die Bestätigung, by the way, dass ich auf 106 dieses Rennen gefahren bin. Und allgemein fahre ich zwischen 106 und 110. Activities kann man natürlich nochmal mit reinnehmen. Okay, Moment mal. Oh, die ganzen Upgrades sind da. Ai. Das Auto ist auf P4. Oh, wir sind vorbei an Racing Point. Gab es keine Teams, die sich verschlechtert haben? Nee, Mercedes ist tatsächlich exakt gleich geblieben zum Beispiel. Genauso Red Bull. Alfa Romeo auch. Renault auch. McLaren und Haas ebenso. Und das zeigt mir, hey, viele Teams haben gesagt, ja, wir versuchen einfach unsere Upgrades zu sichern und hatten keine Ressourcen mehr, um noch weiterzuentwickeln. Wir hatten Ressourcen, um weiterzuentwickeln. So, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Car Livery. Wir machen nochmal die neuen Sponsoren drauf. Indlovo ist hier dick vertreten. Gut, dann nehmen wir den hier drauf. Ist ja auch unser Hauptsponsor tatsächlich, ne? Jo, krass. Und ansonsten gucken wir mal auf die Fahrersituation. So, wen haben wir hier alles? Es hat sich... Da bin ich immer neidisch auf die Leute, bei denen sich so krass viel vorne verändert. Bottas, Hamilton bei Mercedes, bei Ferrari unverändert, bei Renault, Red Bull unverändert, Renault ebenfalls, Alpha Tauri ist unverändert. Jack Aitken ist bei Williams untergekommen. Wo ist Russell? Nein. Der ist nicht komplett raus. Nein. Nein. Nee, der ist bei Haas. Okay. Puh. Alter, ich dachte schon, der ist raus. Okay, ja, wir haben viel Geld, das wir investieren können. Nächste Resource Point Generation hier. Nächstes Upgrade hier. Und wir haben nur noch 11 Millionen. Das heißt, wir können irgendwo versuchen, sogar noch deutlich mehr rauszuholen. Ja, was könnten wir denn weiterentwickeln? Chassis sind wir halt super schlecht, ne? Da hatte ich halt nicht letztes Jahr investiert, weil wir sonst die ganzen Chassis-Upgrades nochmal bestätigen müssten und nochmal doppelt Ressourcenpunkte ausgeben mussten. Aber dann kann man hier nochmal ein bisschen was reinstecken an Kohle. Ja, Build-Time können wir auch nochmal verbessern. Dann ist alles halt deutlich weiter.
für die zweite Saison halt super, super entspannt, ne, wie viel hier gerade passiert. Wobei ich finde, das könnte man auch über die Saisonpause hinweg eigentlich machen. So, Ressourcenpunkte. Das ist mir hier das Wichtigste. Alles andere. Cash ist egal. Das ist egal. Das ist fast alles egal. Worauf legen wir unseren Fokus? Das ist jetzt die Frage. Ist auch eigentlich egal. Wir können ja hier 7 Tage nehmen. Ah, ich kann nicht... Okay. Ich kann nicht 2x7 Tage nehmen. Das ist ärgerlich. Dann nehmen wir halt... Nehmen wir diesen Fokus. Wir haben ja den Motor schon gut weiterentwickelt. Die 2 Tage kann ich nicht mal ausfüllen. So. Okay, dann machen wir alles bis zum Car-Reveal. Dann wisst ihr Bescheid, dass wir dann nochmal 250 extra Ressourcenpunkte bekommen werden. Facilities haben wir. Habe ich irgendwas vergessen? Glaube nicht. Ja. Einen besseren Fahrer werden wir uns auf jeden Fall sichern. Bin mal gespannt, wen wir uns da holen können. Ich habe 4-mal die Fastest Lap. Kann man sich vielleicht auch mal die Statistiken anschauen. Also Average Finish 9. Average Grid 16. Deckt sich tatsächlich mit meinen Liga-Erfahrungen. Und jetzt gehen wir mal ein paar Tage nach vorn. Okay, we've had the new parts come through from the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Warum habe ich keine Running Costs? Das ist ja komisch. Aber wir haben über 1 Million wieder. Oh ja. 861 Ressourcenpunkte. Können wir direkt schon ein erstes Upgrade in Auftrag geben. 700 Punkte kostet das. Ich könnte aber auch auf einen Reifenabrieb gehen. Ein Major Upgrade geht auf jeden Fall nicht. Kann ich vielleicht bei der Aerodynamik was machen sogar? Wir sind auf Platz 2 hinter Red Bull. Wir haben den besten Motor. Na gut, eindeutiger Chassisfokus in dieser Saison noch. Ich entwickle... hier mal. Warte mal. Nach Australien. Ist gut. Wir machen es so. So, weiter geht's. So. Und Fahrzeug sowie Logo-Enthüllung kommt dann in der nächsten Folge. Da können wir am Anfang auch nochmal so einen kurzen Part machen hier. Ich muss auch nochmal die Overalls entwerfen und so weiter und so fort. Deswegen lieber... einmal komplett richtig machen, statt irgendwie sowas halbes, nichts Ganzes zu machen. Alter, Hamiltons Marktwert ist nochmal in die Höhe geschossen. Krass. Was hat der denn alles? Hat der denn irgendwelche krassen Dingsterbumsters hier? Perks? Nicht mal so viele, ne? Ha. Jo, aber ansonsten finde ich schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch super gefallen, ihr Lieben. Wenn dem so ist, Däumchen nach oben da lassen. Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder live dabei sein. Live, nicht wirklich, aber dabei sein. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein.